SC Magdeburg ist deutscher Handballmeister. Nach dem Sieg über die Rhein-Neckar-Löwen bekamen die Spieler des SCM die Meisterschale überreicht. Darum bin ich hierher gekommen, das zu gewinnen. Und die Saison, wir haben gemacht dieses Jahr, fantastisch. Wir haben 4 Spiele in der ganzen Saison verloren. Wir haben jeden Wettbewerb bis zum Ende gespielt, haben 2-mal ein Finale verloren. Ansonsten deutscher Meister, der fairste und ehrlichste Titel, den haben wir nach Hause geholt. Ich glaube, da gibt es gar keine richtigen Worte für. Überragend, übermenschlich, sensationell, sowas halt. Mit einem offenen Doppeldeckerbus ging es für die Spieler von der GTEC Arena zum Rathaus. Das ist halt das, wofür du immer arbeitest. Ja, du willst hier mit den Fans feiern. Das ist so die große Krönung und eine Riesenehre einfach, wenn hier in Magdeburg, keine Ahnung, über 10.000 Menschen stehen und uns feiern. Das ist eine Ehre. Im Rathaus angekommen, trug sich die Mannschaft in das goldene Buch der Stadt ein. Auf dem Balkon feierten Spieler und Verantwortliche mit tausenden Fans. Wir wissen schon, dass wir haben die besten Fans in dieser Liga und dass so viele hierher gekommen sind, das bedeutet viel. Das ist nicht nur uns, die Spieler und die Vereine, was es viel bedeutet. Das bedeutet auch viel für den Start und das ist einfach sehr, 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 sehr schön zu sehen. Neben den Feierlichkeiten verabschiedeten sich die Spieler Magnus Güllerüth und Yannick Green von den Fans. Beide verlassen den SCM nach der Saison. Dennoch feiern die beiden und der Rest der Mannschaft die deutsche Meisterschaft. Doch ein Problem gibt es noch zu bewältigen. Also weiß ich nicht, in dem Laden hier gibt es gar kein Bier. Keine Ahnung, es wäre schön, wenn es jetzt mal wieder ein Bierchen geben würde. Und dann werden wir sicherlich Open End heute nochmal feiern. Und dann geht's in den wohlverdienten Urlaub.